Fellner. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig. Unparteiisch. Und wirklich kritisch. Fellner. Live. Peter Kolber. Das fordert er mit der Liste Pilz. Ja, willkommen zurück bei OE24TV, bei Fellner Live. Bei uns Platz genommen hat jetzt Peter Kolber, der neue Clubchef der Liste Pilz. Herr Kolber, jetzt sind einige Wochen vergangen, seit der Gründer der Liste Pilz, der Peter Pilz, seinen Rücktritt bekannt gegeben hat. Im Nachhinein, jetzt ist ja auch, sag ich mal, ein bisschen Wasser die Donau hinuntergeflossen. War es richtig, dass der Peter Pilz diesen Schritt gesetzt hat? Sie haben ja ganz am Anfang gesagt, nein. Sehen Sie es mittlerweile anders? Nein, ich habe nicht gesagt, nein, das ist nicht richtig, nicht? Sondern wir haben eines gesehen, dass die Wähler der Liste Pilz schon enttäuscht waren und wir einen wirklich viele, viele Anrufe oder auch E-Mails bekommen haben, nein, er soll sich davon nicht abschrecken lassen, er soll das Mandat annehmen. Ich verstehe das auch gut, weil natürlich war das ein wesentliches Wahlmotiv, dass der Aufdecker der Nation das auch weitermacht. Es war seine Entscheidung zu sagen, er nimmt das Mandat nicht an. Und letztendlich hat er das dann auch gemacht. Und das ist zu akzeptieren. Mhm. Wo ist denn der Peter Pilz derzeit? Er hat gesagt, er nimmt sich eine Auszeit. Wann kommt er wieder nach Österreich? Er ist auf Urlaub und ich finde, er muss uns nicht sagen, wo er ist, wann er wiederkommt und so weiter. Er wird in, was weiß ich, in einer Woche, in zwei, wird er vielleicht wieder da sein. Ich glaube, es ist für ihn wichtig, dass er Abstand gewinnt. Es war ein schwerer Wahlkampf. Er war jeden Tag in ganz Österreich mit dem einen Plakat unterwegs. Und dann kamen sozusagen noch diese Vorwürfe. Also ich glaube, er sollte jetzt einmal in Ruhe runterkommen von der Palme. Welche Rolle wird denn der Peter Pilz künftig bei der Liste Pilz spielen? Oder welche Rolle soll er spielen? Erstens werden wir das mit ihm besprechen, wenn er aus dem Urlaub zurück ist. Zweitens hat er uns schon versichert, er wird eine Rolle spielen, und zwar eine tragende Rolle. Das wird nicht unbedingt im Parlament sein, weil wir sind jetzt 8 Abgeordnete und wir sind alle eingezogen in dem Bewusstsein, dass wir das auch machen wollen. Also da gibt es niemanden, der jetzt... Es gibt keinen Deal, weil das wurde ja auch kolportiert, ja. Dass zum Beispiel der Herr Noll, der ja auch sein privater Anwalt ist, eventuell dann zurückziehen könnte und der Peter Pilz dann sein Mandat annimmt. Davon gehe ich nicht aus. Wir sind jetzt im Club dabei, uns nahezu täglich zu treffen und alles von Grund auf aufzubauen und auch ein Team zu bilden. Und das ist auch nicht die einzig mögliche Rolle. Peter Pilz wird sicher einen Platz finden, wo er das, wofür ihn die Leute gewählt haben, auch ausüben kann. Nämlich aufzudecken, es gibt ja nicht nur den Eurofighter-Skandal, der weit in die Vergangenheit zurückreicht und wo es vielleicht einen Untersuchungsausschuss nochmal gibt und wo man überlegen muss, wie kommt er da rein. Da gab es einmal ein Interview mit ihm im Kurier, glaube ich, hat er gesagt, naja, er könnte auch als parlamentarischer Mitarbeiter sozusagen in diesen Ausschuss gehen. Wäre das eine Option zum Beispiel? Ja, sicher. Also wenn es einen Eurofighter-Untersuchungsausschuss gibt, dann wäre es ja völlig absurd, wenn der Peter Pilz nicht zumindest dort drinnen sitzen würde und uns einsagt, was man dann machen. Das heißt, der könnte parlamentarischer Mitarbeiter der Liste Pilz werden, natürlich. Beispielsweise von Ihnen? Ja, also ich, wen auch immer. Ja. Ja. Aber das ist sozusagen ein Weg in so einen Untersuchungsausschuss. Aber ich bin ja leider, befürchte ich, dass das ja nicht der einzige Skandal ist, den man untersuchen kann. Es gibt ja da durchaus immer wieder auch neue Themen. Und da ist es, glaube ich, wichtig. Er wird sicher auch seine Rolle als Aufdecker der Nation sozusagen weiterspielen. Weil es ist ja ganz wichtig, man vertraut ihm ja, wenn man ihm irgendwas zuspielt, dass er auch in der Lage ist, das entsprechend umzusetzen und gut rüberzubringen. Ne? Mhm. Und ich glaube, diese Rolle, die wird er sicher weiter einnehmen. Jetzt bewusst provokativ gefragt, wer braucht denn die Liste Peter Pilz ohne den Peter Pilz? Naja, also... das weil die Wähler, das haben Sie ja selber gesagt, ja. Der Großteil der Wähler hat ja den Peter Pilz gewählt, muss man ehrlicherweise sagen. Ja. Ich glaube trotzdem, dass wir die Wähler von uns und vielleicht auch noch mehr Menschen im Laufe der Zeit davon überzeugen können, dass es nicht nur darum geht, wer jetzt im Parlament sitzt. Wir werden dort unsere Arbeit gut machen und von ihm auch unterstützt sein.
Aber in Wahrheit geht es uns darum, dass wir jetzt eine Bewegung beginnen aufzubauen, die zum Beispiel bei einer nächsten Nationalratswahl dann deutlich mehr Stimmen kriegt, weil wir zeigen können aus der Praxis, wie wir Kontrolle, Transparenz und soziale Gerechtigkeit im Parlament wirklich vertreten. Das ist jetzt sozusagen Ihre Sicht. Klar, dass Sie das so sagen. Jetzt gibt es auch politische Beobachter, die sagen, dass die Liste Pilz wird ein etwas sympathischeres Team Stronach werden. Es ist ja nett, wenn man sagt, das ist sympathischer. Aber ich glaube, dass wir unser Konzept, wir werden das durchziehen, was wir im Wahlkampf auch schon gesagt haben. Wir ziehen ja da ein, durchaus eine ganze Menge von Experten, Expertinnen, und wir haben auf der Liste, wir haben 150 Kandidatinnen in ganz Österreich gehabt, und da sind ja ganz viele Experten, Expertinnen, die jetzt nicht im Parlament sitzen, die uns aber weiterhin unterstützen werden. Das heißt, das, was wir wollen, ist, dass wir im Parlament, und wir haben weiterhin noch gestandene Abgeordnete dabei, die Daniela Holzinger, die weiß schon, wie das Parlament funktioniert, Rossmann, Zingel sind alte Abgeordnete von den Grünen. Also wir haben ja da durchaus auch Leute dabei, die uns diese parlamentarischen Arbeit sozusagen näher bringen. Wir werden also nicht lange oder ewig brauchen, dass wir auch in diesem System wirklich sinnvoll mitspielen. Aber worum es uns geht, ist der Aufbau einer Bewegung, die weit über 4% kriegt. Und das wollen wir insbesondere dadurch erreichen, dass wir die Bürger und Bürgerinnen stärker beteiligen wollen an dem, was Politik ist. Bleibt der Name Liste Pilz oder wird man sich da eine neue Namensgebung überlegen? Also geschichtlich muss man sagen, vor 3 Monaten, wie in etwa die Entscheidung gefallen ist, hat der Peter Pilz eigentlich überhaupt nicht wollen, dass die Liste jetzt nach ihm heißt. Ja, das haben wir ihm dann überredet, einfach deswegen, weil jeder Marketingberater sagt, man kann nicht innerhalb von 3 Monaten eine neue Marke aufbauen, das ist völlig unmöglich. Wir haben aber gleichzeitig gleich nach der Wahl, und das war vorher auch ausgemacht, den Beschluss gefasst im Club, dass wir im Frühjahr, wenn Landtagswahlen vorbei sind, uns sicher umbenennen werden, um einen Namen, auch den müssen wir erst finden, den gibt es noch nicht, um einen Namen zu verwenden, der deutlich zum Ausdruck bringt, dass wir eine Bürgerinnenbewegung sein wollen. Okay, aber das heißt, da kommt ein neuer Name? Da kommt ein neuer Name, den wir noch nicht haben. Ich sage jetzt Liste Pilz, weil derzeit ist es die Liste Pilz. Für was steht denn derzeit eigentlich die Liste Pilz? Zuletzt Schlagzeilen haben Sie gemacht damit, dass Sie die Legalisierung von Joints, von Marihuana gefordert haben, also von Cannabis, um genau zu sein. Ja. Das ist so die einzige große politische Forderung, die man jetzt in den letzten Wochen von der Liste Pilz gehört hat. Nein, das sehe ich nicht so. Erstens, wir verlangen nicht die Freigabe von Cannabis zum Konsum, sondern, und das ist eine Forderung, die ich sehr vertrete, ich möchte, dass Cannabis für die Medizin, insbesondere für die 1,5 Millionen, ist nicht meine Zahl, sondern von Schmerzmedizinern, für die 1,5 Millionen chronischen Schmerzpatienten, ich möchte das jetzt nur für diese medizinischen Zwecke diskutieren, weil ich da nicht sehe, dass es irgendeinen ideologischen Streit geben könnte. Das kann man nur, vielleicht macht man eine parlamentarische Enquete mit Ärzten, mit Apothekern, um da zu sehen, wie kann man das machen. Man hat auch ein schönes Vorbild in Deutschland, bitteschön, haben alle Parteien, das war von allen Parteien die Zustimmung da, eine solche Liberalisierung von der Abgabe von Cannabis an Schmerzpatienten im Frühjahr diesen Jahres beschlossen. Jetzt hat zuletzt auch eine zweite Kandidatin der Liste Pilz Schlagzeilen gemacht, und zwar die Nicola Werdenig, ehemalige Skifahrerin, die hat ganz schwere Vorwürfe gegen den österreichischen Skiverband erhoben, unter anderem, dass sie selbst Opfer einer Vergewaltigung wurde, aber auch, dass es im Jahr 2005 eine solche gegeben haben soll, nicht ihr selbst ist das widerfahren, sondern einer Kollegin. Sind Sie eigentlich in Kontakt mit der Nicola Werdenig in dieser Causa? Ich persönlich nicht. Die Maria Stern ist in einem engen Kontakt mit ihr. Das ist ja jene Kandidatin, die für uns auch Frauenthemen im Wahlkampf befördert hat.
Und wir haben ja auch gesagt, wir würden Sie, weil da ja ein Ultimatum war, wenn Sie nicht bis zum 30. November sagt, wen das betroffen hat, also wer die Täter waren sozusagen, dann würde man Sie klagen auf Verleumdung. Und mit solcher Druckausübung, das geht gar nicht. Und da haben wir gesagt, also sie hat zwar einen Rechtsbeistand, aber wenn sie einen gebraucht hätte oder wenn sie in Zukunft was braucht, dann werden wir sie da unterstützen, weil das geht nicht, dass man Opfer zum Schweigen bringt mit solchen Ansagen. Jetzt ist ja gestern auch ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel aufgetreten in einem Interview im ORF. Wie haben Sie denn seinen Auftritt erlebt, beziehungsweise wie sehen Sie generell die Reaktion des ÖSV? Da gibt es ja auch gerade im Internet sehr viel Kritik daran. Dem ÖSV wird vorgeworfen, man versucht da etwas unter den Teppich zu kehren. Wie haben Sie das erlebt? Also ich habe den Auftritt gestern nicht gesehen. Das, was ich erlebe, ist, dass man versucht, Druck auszuüben und das zu negieren. Und das ist sicher keine Umgangsweise mit so einem Problem. Ich glaube, was sinnvoll wäre, dass sich die zusammensetzen und das einmal besprechen. Auf der einen Seite, das andere ist, wenn die Staatsanwaltschaft jetzt Ermittlungen aufnimmt, dann wird die Frau Werdenig dort ja auch befragt werden. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sagt sie ja, also gegenüber Behörden sagt sie es ja auch, aber sie sagt es nicht in der Öffentlichkeit, wer das war. Ich halte das für eine sehr verantwortungsvolle Position. Und ich halte das, was da vom ÖSV jetzt gemacht wird, eigentlich eine völlig inadäquate Reaktion auf solche Vorwürfe. Jetzt ist diese MeToo-Debatte, muss man sagen, auch in Österreich oder hat Österreich jetzt auch voll erreicht. Ja. Nicht zuletzt auch aufgrund der Pause, Causa des Peter Pilz, aber vor allem natürlich auch jetzt die letzten zwei Wochen aufgrund der Enthüllungen von Nicola Werdenig. Braucht es Ihrer Meinung nach strengere Gesetze? Ich glaube, man muss einmal eines unterscheiden. Man darf das nicht in einem Atemzug nennen. Dem Peter Pilz wird vorgeworfen, sexuelle Belästigung. Vorgeworfen, das ist auch nicht in einem rechtsstaatlichen Verfahren festgestellt, das ist der Vorwurf. Der Vorwurf von Frau Werdenig gegenüber Unbekannten, also sie sagt nicht wer, aber sie weiß ja, wer es war, ist sexueller Missbrauch. Das ist erheblich was anderes als sexuelle Belästigung und beides geht nicht. Ja? Das eine hat im Strafgesetzbuch eine deutliche Sanktion, sexuelle Belästigung ebenfalls, aber natürlich nicht in dem Ausmaß. Also das muss man einmal auseinanderhalten. Und ich glaube nicht, dass man bei jeder Diskussion immer neue Gesetze fordern soll und dann bei der nächsten Diskussion sagt man, wir haben schon so viele Gesetze, immer wenn man eins einführt, muss man eins abschaffen. Also ich glaube, es ist wichtig, dass das in der Öffentlichkeit diskutiert wird und Bewusstsein gebildet wird. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, jetzt da sofort wieder nach neuen Strafen und Strafsanktionen zu rufen. Die gibt es ja. Das Problem ist ja, dass die Betroffenen, Frauen in der Regel, sich ja das nicht zu sagen, nicht anzeigen trauen, weil sie die gesellschaftliche Ächtung, Verfolgung oder sonst was befürchten. Und wenn da diese Debatte in der Öffentlichkeit einfach eine Veränderung der Sensibilität herbeiführt, dann ist sie eine gute Debatte. Brauchen wir aber nicht neue Gesetze. Abschließende Frage. Wir werden aller Voraussicht nach noch vor Weihnachten eine neue Regierung bekommen. Das Türkis-Blau nimmt, die Koalitionsgespräche nehmen Fahrt auf und es schaut alles nach Abschluss oder deutet alles auf einen raschen Abschluss hin. Was erwarten Sie sich denn von dieser neuen Regierung? Also das, was man jetzt hört, klingt schon nach einem massiven Sozialabbau und da werden wir in Konfrontation gehen, weil wir uns für soziale Gerechtigkeit sehr wohl einsetzen werden. Andererseits, wir wollen das nicht ideologisch angehen und sagen, wir sind sozusagen in allen Punkten jedenfalls und wir wissen es jetzt schon gegen das, was die neue Regierung vorschlagen wird, sondern wir werden uns das anschauen und wir werden versuchen, pragmatische Lösungen auch zu befördern. Also ich kann mir vorstellen, es wird Gebiete geben, wo man was weiterbringt. Ich halte das zum Beispiel bei Cannabis in der Medizin für durchaus möglich, weil da gibt es keine validen Argumente dagegen. Das muss man nur machen und zwar rasch, weil die Patienten sonst davon nichts haben. Die sind betagte Menschen. Andererseits aber, wie gesagt, in weiten Feldern, das, was man hört, klingt nach Sozialabbau und da sind wir sicher sehr stark dagegen. Da werden wir der Kern der Opposition sein.
Herr Kolber, vielen Dank für den Besuch im Studio. Wir machen eine ganz kurze Pause, dann sind wir gleich wieder zurück und dann geht es ganz spannend bei uns weiter.